Stell dir folgendes Szenario vor. Du und deine kleine Familie, also du, deine Frau und dein Kind, planen eine Fahrradrundreise durch Südamerika und entkommt dort nur aufgrund einer kleinen Schlechtwetterfront der absoluten Katastrophe. Wie reagiert ihr? Südamerika liegt geografisch am sogenannten Pazifischen Feuerring, einem Gürtel aus etwa 450 aktiven Vulkanen. Er ist etwa 40.000 Kilometer lang und wie ein Hufeisen geformt. Dort treffen verschiedene Platten der Erdkruste aufeinander. Es kommt zu tektonischen Verschiebungen und Verwerfungen, die Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tsunamis zur Folge haben können. Und genau dieses Schicksal hat gerade Ecuador erreicht mit einem Erdbeben der Stärke 7,8. Welches leider dramatische Auswirkungen für die Bevölkerung mit sich nachzog. Aktuell geht man von 659 Todesopfern aus, 16.601 Verletzte, 25.640 Obdachlose, 130 werden noch vermisst. Darüber hinaus gibt es leider noch extrem viele Nachbeben. Bis dato wurden etwa 700 davon gezählt. Einige haben dabei sogar noch auf der Richterskala eine 6,0 bis 6,4 erreicht. Die junge Familie von dem Blog Pachamama Perat waren genau mit dem Fahrrad auf dem Weg ins Epizentrum. Doch hier wurde aufgrund schlechten Wetters die Reise kurzfristig abgebrochen, was vermutlich der gesamten Familie das Leben gerettet hat. Die junge Familie hat sich dazu sofort entschieden, die Reise zu unterbrechen und den Menschen vor Ort Hilfe zu leisten. Der gelernte Krankenpfleger hat hier nicht nur geholfen, die Leute quasi aus den zerstörten Häusern herauszuholen, sondern hat auch direkt medizinische Versorgung vor Ort geleistet, während die Frau und der Sohn Hilfspakete zusammengestellt haben. Leider ist es so, dass selbst nach 2 Wochen des Unglücks immer noch dringend Hilfe benötigt wird. Unsere Medien sind dafür leider heutzutage etwas zu kurzlebig. Nun kommen wir natürlich alle ins Spiel, denn jeder von uns kann etwas leisten. Um die finanzielle Koordination kümmert sich die Schweizerin Yolanda Bogli. Ihre Daten werde ich selbstverständlich auch unten in die Videobeschreibung packen. Ich möchte mich jetzt schon bei all jenen bedanken, die das Projekt unterstützen, sei es durch Teilen dieses Videos, das Teilen des Blogs oder der Facebook-Seiten oder eben auf finanzielle Art und Weise. Ein recht herzliches Dankeschön dafür. Selbstverständlich haben die schon extrem viel geschafft, aber es liegt auch noch sehr viel Arbeit vor ihnen. Wer die ganze Sache ein bisschen unterstützen möchte und ich möchte euch wirklich bitten, da ein bisschen zu helfen, da das ganze Geld wirklich 1:1 zu 100% direkt an die Notleidenden geht. Das geht nicht über irgendwelche wilden Organisationen oder irgendwelche wilden Geschichten, sondern direkt vor Ort, da geht das Geld hin und genau da wird das auch eingesetzt. Ich werde euch selbstverständlich alle Links unten in die Videobeschreibung packen, sowie auch das Konto, wo ihr was hinschicken könnt. Und ich möchte euch wirklich bitten, das auch wirklich zu tun. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Projekt. Ich werde heute keine Verlinkungen hier zu anderen Videos machen, fände ich unpassend. Ansonsten aber wie gesagt, Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao, tschüss, Stefan.